Yo Leute und herzlich willkommen zur 24. Episode des Road to Glove Unboxings. Heute hebeln wir wieder 10 Kisten auf und am Ende des Videos gibt es dann auch wieder das monatliche Giveaway Juni, also die Preise und was ihr dafür tun müsst, um daran teilzunehmen. Aber das machen wir wie immer zum Schluss und zuerst gibt es jetzt mal die Kisten. Die 24. Episode ist das schon. Es dauert echt verdammt lange, bis ich einmal die Handschuhe ziehe. Ich bezweifle schon langsam, ob ich sie überhaupt noch mal ziehen werde. Ich glaube, wenn ich jetzt zeitgleich dazu ein Road to Knife Unboxing mache, also Road to Knife Unboxing 2.0, glaube ich, ziehe ich sogar früher das Knife als die Gloves. Und dann ziehe ich die bis 7. Wenn ich das gewusst hätte. Lol. Das Witzige ist ja, ich habe ja geplant für das Giveaway, ne? 3 MP7 Bloodspots. Unfieldtestet. 2 Stück habe ich ja schon. Einmal hier. Einmal hier. Das habe ich mir dann vorhin noch eine ertradet. Und jetzt ziehe ich noch eine 4. Lol. Lol, 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 lol. Egal. Sind mal 5 Euro, glaube ich, liegt der Preis. Wenn das von vorhin noch stimmt, ne? Erstes Skin Blue, zweites Skin Red. Okay, das ist auch nicht schlecht. Gute Condition. Der Track ist immer gut, 029, es ist auch nicht so schlecht, aber ich gucke trotzdem mal nach, was das so kostet. Die Moonrise ist eigentlich eine nice Glock und ein Stat Track ist nie verkehrt, das sind auch 3 Euro. Ist immerhin mehr als die 2 Euro, was der Key kostet. Aber die Handschuhe will ich trotzdem geben. Deswegen hebel ich hier die Kisten auf. Weil immerhin ist es auch nicht so wie sonst immer, dass ich jetzt 10-mal blau ziehe. Oder violett und so ein Bullshit halt. Hallo? Ah. Nice. Nice, nice, nice. Oder die MP4 Neo nur würde ich auch gerne mal ziehen. Ich glaube, ich habe jetzt schon die MP, also die Bloodsport, die MP7 habe ich ja schon 3-mal gezogen aus der Kiste. Mindestens, wenn nicht sogar öfters. Aber die M4 zum Beispiel habe ich noch gar nicht gegadet. Von den Handschuhen fange ich gar nicht erst an. Die AWP habe ich auch schon ein paar Mal gezogen. Die USBS glaube ich auch noch kein einziges Mal. Vielleicht einmal. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich die Kiste schon zu oft gehebelt. Und zu oft Bullshit gezogen. Komm gegen, gib mir mal die Handschuhe. Hey, wieso bekomme ich keine Gloves? Ein Witz. Wirklich? Lol. Letzten 2 Keys. Dann reibe ich halt mal die M4. Vielleicht bringt mir das ja lang. Auch nicht. So, letzte Kiste mache ich Blind Edition. Für alle, die die Blind Edition nicht kennen, ich halte mir einfach die Augen zu und vertraue auf das Geräusch. Ich habe so schon mal 2 Knives gezogen, also es klappt hin und wieder, ne? Nee. Hab gleich. Nee. Egal. Lol. Hätte jetzt wirklich gehofft, da kommt was Krasses. Aber ist ja, ja ein Road to Glove Unboxing Video. Da unboxt man keine Gloves. Das geht ja nicht. So, zum Giveaway. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt 3 MP7 Bloodsports in Field Tested. Und die sind das jetzt die, also ich vergebe wie 3-mal, also nicht dass einer 3 MP7s bekommt, sondern 3 Leute bekommen jeweils eine MP7 Platzbot in Fieldtest. Der Preis liegt nochmal dann bei 5 Euro, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Und wie nehmt ihr teil? Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst das Video positiv bewerten und einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben.
Spammen bringt euch nichts, es wird, also ihr könnt schon noch mehr Kommentare schreiben, aber es wird halt immer nur als ein Kommentar gezählt, damit das halt fair bleibt. So, das Giveaway wird dann aufgelost, also ich lasse es mal 2 Wochen mindestens laufen. Das Video kommt ja dann am Donnerstag online, ich tue das jetzt vorproduzieren. Das heißt, entweder am 21. Juni, genau, Juni ist gerade, und es wäre am Donnerstag wieder, oder am 24. Juni, das wäre dann der Sonntag, also irgendwo, entweder Donnerstag oder Sonntag, so, lol, Brain AFK ist am Beam, wird dann das Video auf, also das Giveaway aufgelost, nicht das Video, alles klar. Jo. Ich laber gerade wieder nice Sachen. Egal. So, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo auch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Oder auch wenn ein Giveaway kommt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal Kloves gezogen? Oder habt ihr mir, na, wie soll ich jetzt sagen, ist bei euch die Wahrscheinlichkeit höher, ein Knife zu ziehen, als Glove zu ziehen? Weil so kommt es bei mir vor, ich hebel ein paar Kisten auf, hab ein Knife. Ich hebel hunderte von Glove-Kisten auf und bekomme nichts. Nichts! Ich bin gerade leicht triggert. Tiltet, Alter. Ich gehe gleich tiltet. So, ja, dann sage ich auch nur noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.